Moin Moin und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Hier ist der Angelus. Ich bin mit Leila hier in der Gegenwart unterwegs. Habe mich hier schön umgesehen in der letzten Folge und auch nochmal ein paar Daten gelesen. Und ja, sie macht sich echt noch Vorwürfe wegen Victoria, dass sie ausgeschaltet hat in der im letzten Spiel in Odyssey. Durch Kontrolle mit dem Stab und hat versucht, hier einen Brief zu schreiben an die Mutter von Victoria. Aber hat ihn dann wieder in den Papierkorb gelegt, weil sie ihn dann doch nicht abschicken wollte. Wo es dann um den Tod geht und wollte ihrer Mutter einfach mitteilen, ja, dass ihre Tochter tot ist, Victoria. Aber, naja, sie stand unter Einfluss des Stabs. Kann man nichts machen. Wir gehen jetzt zurück in den Animus und dann geht die Geschichte weiter mit Eivor. Aber wir haben jetzt herausgefunden, die Welt steht wieder mal am Abgrund. Eine weitere Katastrophe steht bevor. Obwohl Desmond, ja, die Erde geschützt hat mit einem Kraftfeld, scheint es nicht auszureichen. Oder es kommt eine neue Bedrohung. Darum geht es hier in diesem Teil in der Gegenwart. Weltkarte verfügbar? What? Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen. Es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte, ich starb und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal, finde den Wütenden, finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Die Nachricht ist echt ein wenig mysteriös. Vor allem auch, wie sie klingt mit den ganzen Nebengeräuscheffekten da dran und so. Hui, was für eine Kamerafahrt. Da ist es. Englerland. Unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege. Aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Wir sehen uns bald wieder. Weiter. Die Sonne steht schon tief. Ja! Soll dieses bemooste Feenvolk nur kommen und aufbieten, was es hat? Ich bin bereit! Der Schwanweg nach Hause. Sigurd, wissen die Söhne Ragnars, dass wir auf dem Weg sind? Nein, doch unser Besuch wird sie kaum verärgern. Von den 4 Königreichen Englerlands haben sich die Söhne Ragnars nur in einem niedergelassen. Der Rest steht uns frei. Werden wir ihr Heer unterstützen? Nein. Wir sprechen mit ihnen, um mehr über das Land zu erfahren. Dann teilen wir es in so viele Teile wie notwendig. Seht mal da! Soll das etwa eine Stadt sein? Nackte Ziegel und eine einzige Rune für ihren Gott! Diese Rune ist ein Kreuz, Dark. Das Kreuz, an dem ihr Gott geopfert wurde. Es krönt ihr Kloster als Zeichen der Verehrung. Dieses Kreuz hat ihn getötet und jetzt beten sie es an? Wie sonderbar!
Ja. Wir schnitzen Figuren unserer Götter und tragen ihnen unsere Wünsche vor. Wie unsere Opfer in Odin, den Einäugigen. Aber wir verehren nicht den Wolf, der ihn tötet. Das ist der Unterschied. Für wie seltsam wir die Sachsen auch halten mögen, sicher denken sie dasselbe von uns. Der Hammer! Das ist ein würdiges Zeichen für einen Gott. Ein Blitz würde dieses Kreuz vom Dach holen. Da treffen die Religion aufeinander. Was geht da vor sich? Rituelles Ertränken. Eine Taufe, Dark. Sind dir die Bräuche der Christen wirklich nicht bekannt? Gar nicht. Ich habe es nur vergessen. Und einer muss schließlich das Gespräch in Gang halten. Dort gibt es sicher nur Priester und Gläubige. Wir könnten den Hafen mit Leichtigkeit stürmen und die Reichtümer plündern. Gibt es denn dort etwas, das Reichtümern gleichkäme? Natürlich! Sie formen kostbares Metall und schleifen Juwelen für ihre Heiligen. Dort gibt es viele Schätze. Später, Doug. Dafür wird Zeit sein, wenn wir unser Lager aufgeschlagen haben. Für Plünderungen der Kirchen? Oh ja, da gibt es Silber zu holen. Hallo, viel Silber. Leg da drüben an. Der da? Weg wird durch eine Kette versperrt, die sie über den Fluss gespannt haben. Sie muss verschwinden. Eine Kette? Können wir sie zerschlagen? Sie ist zu dick für unsere Äxte. Aber vielleicht können wir sie von dem Lager aus lösen. Ich mach das. Und ich werde direkt hinter dir sein. Nein, Doug, du bleibst hier. Sollte es Ärger geben, will ich, dass du das Schiff verteidigst. Eine gute Idee. Den Pfeil verschießen, aber die Äxte bereithalten, nicht wahr? Sowas in der Art. Beruhige dich, gutes Loki. Gerade angekommen hier in England. Und schon wollen wir da so eine Sperre einfach wegmachen. Erreiche. Achso, ich muss jetzt. Kann ich das fahren? Nö. Doch. Hey, das ist doch nicht nötig. Jetzt darf ich. Ja, endlich darf ich raus. Ich habe eben schon die ganze Zeit gedrückt, aber es ist halt nichts passiert. Jo, ja, wir sind auf festem Boden mal wieder. Es ist erst ziemlich heftig, dass die Wikinger mit solchen Langbooten gefahren sind. Eine Woche lang. Und es gibt ja nicht mal irgendwie eine Kabine da drauf oder so, ne? Die sitzen einfach eine Woche lang dicht an dicht so. Und damit sind sie halt hergefahren. Das muss man schon mal anerkennen, was die so auf sich genommen haben. Was sind das denn da für Viecher? Hunde? Das sind Schafe. Wir sind in England. Ich kann sie nicht verlassen. Die anderen zählen auf uns. Oh ja, ich muss die Seekette lösen. Tja, da haben die Sachsen hier schon die Ketten verhangen. Da wird nicht jeder hier über die Flüsse fahren kann, wie sie lustig sind. Wahrscheinlich auch wegen den ganzen Dänen und so. Erstmal wieder Proviant mitnehmen. Alles voll. Ich fand das aber echt gut, wie sie teilweise reagiert haben hier. Und die Gespräche halt wegen den ganzen Religionen, weil sie jetzt auf Christen treffen und einige waren halt noch nie hier. Dann gab es einfach mal eine religiöse, eine, oder hier, ne, mit der Ersäufung da hinten, Ertränkung. Eine Taufe ist es. Aber es ist so ein Unterschied von den schneebedeckten Gebieten in Norwegen, haben wir jetzt hier grün. Diesen Wachen entgeht nichts. Okay. Setze ich mal meine Kapuze auf. Ich bin ja neu hier. Entferne die Seekette. Schreibe sie einfach so leicht. Eine Dänin! Hä? Eine Dänin! Ich bin keine Dänin! Ich komme aus Norwegen! Soll ich dich schon töten? Wir sollten auch noch keine Aufmerksamkeit erregen, ey. Aber auch mit Kapuze haben die mich nicht wirklich. Nicht wirklich durchgehen lassen. Ist da ein Bogenschütze oben drauf? Nö, oben nicht. Dann kommt's mir nicht so einfach. Tja. Hey, lass das mal.
3 Bogenschützen sind das. Haha, trefft mich hier nicht. Der sperrt auf jeden Fall eine gute Reichweite. Machen wir guten Schaden hier. Aber gut, das sind die ersten Gegner hier in England, die können halt nichts. Gott liebt mich. Gott liebt dich, alles klar. Komm zurück und stell dich mir. Und nochmal hier aufspießen und wegschleudern. So, die ersten Christen. Gepfählt. Ich glaube aber, das soll so. Hätte vielleicht auch durchschleichen können, ohne dass mich einer sieht, aber man darf ja auch mal Hallo sagen zu den Einheimischen hier. Da ist sogar ein Schatz. Gibt es auch eine Landkarte schon, die ich öffnen kann? Jo, haben wir mal hier eine Übersicht über England. Ist das Wessex ist aber, schreibt man sich anders? Das ist kein Bild von mir. Das ist so das Bild des Tages. Das ist aber schön. So, dann haben wir hier neue Raubzugmöglichkeiten. Aussichtspunkte, ganz schön viele. Das hier sind besondere Gegner, oder? Ritter vielleicht. Lincoln's Nisgir, 100 Stärke empfohlen. Oder sind das Templer? Der Templer, also könnte auch so ein Templerhelm sein, ne? Ah, guck mal, hier. Sind wir aber auch schon an vielen Schätzen einfach vorbeigesegelt. Toll. Hier ist Mercia. Und Nordumbrien haben wir dann hier oben. Ich kann auch wirklich nur die Serie auf Netflix empfehlen, The Last Kingdom. Schaut euch die mal an. Eine meiner Lieblingsserien. Die ist nicht schlecht. Die Kette ist riesig und schlecht verankert. Vielleicht kann ich sie losschießen. Losschießen, alles klar. Nehmen wir erstmal den Schatz mit. Da haben wir die Flussblockade. Nachdem wir einige Versuche durchgeführt haben, konnten wir feststellen, dass die Seeketten selbst den robusteten dänischen Langschiffen standhalten werden, solange der Mechanismus intakt ist. In den kommenden Monaten werden einige weitere dieser Ketten über die Flüsse gespannt, die landeinwärts führen, um sie da rauszuhalten aus dem Inneren. Okay. Das ist unser bester Schutz gegen die Überfälle. Daher ist es von äußerster Wichtigkeit, dass sie gut gewartet werden und jederzeit einsatzbereit sind. Jegliche Beschädigung und Störung in Vorrichtungen muss unverzüglich gemeldet werden. Tja. Vorräte, 100 Silber. Das ist die große Apparatur. Was ist das denn? Neues Erz. Titan. Wow, Titan, ey. Jetzt geht's aber los. Auch noch so Edelmetalle hier. Okay, da sind wir. Aber ich habe immer noch diesen Bogen, ey. Menu. Erledigt. Nur einmal drücken. Der Weg ist frei. Schön. Die Kette ist weg. Ja? Zurück zum Schiff. Wir sind fast da, sofern es keine weiteren Überraschungen gibt. Könnt ihr noch ein bisschen dichter kommen? Dann kann ich hinspringen. Jetzt muss ich wieder ins Wasser, Mann. Yay, wieder auf dem Boot. Waren ja jetzt eine Woche drauf. Na, Leute? So, gib Gas. Gute Arbeit, Ava. Sigurd, lass uns zurückfahren. Verpassen wir den Hunden eine Abreibung und rauben wir ihre Schätze. Das wird ein Kinderspiel. Nicht heute, Doug. Wir fahren weiter, bis wir unser Ziel erreichen. Wir können uns keine Überraschungen mehr leisten. Bleibt wachsam. Es sollte nicht mehr weit sein. Götter, hab ich Hunger. Ich hoffe, sie halten Essen und Ale bereit, wenn wir ankommen. Du hättest jemanden vorausschicken sollen, Sigurd, damit sie anfangen zu kochen. Wenn es Halfdan, Uba und Iva, den Söhnen Ragnars in Englerland an Essen mangelt, werden wir alle hungern. Sei unbesorgt. Ach, ich sehe es vor mir. Ein Spanferkel saftig und zart. Und Ale so golden wie die Schätze, die wir da hinten zurückgelassen haben.
Du bist ein Mann einfacher Freuden, was, Dirk? Und er kann sich glücklich schätzen. Ich für meinen Teil will in die Fußstapfen der Riesen treten, die dieses Land geformt haben. Welche Riesen? Die großen Römer und ihr Reich. Riesen einer vergessenen Zeit. Sie herrschten hier vor einer Ewigkeit und ihre Ruinen säumen noch heute die Landschaft. Jeder Ziegel, jeder Stein erzählt von Eroberung und Ruhm. Und jetzt liegen sie in Trümmern. Bereit, erneuert zu werden. Wir bauen ihr Reich Stein für Stein wieder auf. Unseres wird nicht zu Staub zerfallen. Alles endet einmal, Dark. Ruinen sind keine Warnung. Sie sind ein Zeugnis. Seht, gleich da vorn. Dort liegt das Lager der Söhne Ragnars. Endlich! Fester Boden unter den Füßen. Sigurd, warte. Irgendwas stimmt hier nicht. Gut beobachtet. Für ein Heer herrscht zu wenig Bewegung. Nur Zelte und wenige Männer. Nicht das Heer, das wir uns erhofft haben? Nein. Sehen wir uns das näher an. Erreiche Halfdans Siedlung. Okay. Übel und Ivar sollen also auch da sein. Übel geht ja noch, aber Ivar, oh mein Gott. Ich hasse den. Das sind keine Nordmänner. Sie sind zerlumpt und schmutzig. Wir sollten zu Fuß weiter, damit sie die Boote nicht entdecken. Dag und ich gehen gemeinsam. Wir gehen alle. Wenn es Freunde sind, will ich sie als Jarl treffen. Wenn es Feinde sind, bekämpfen wir sie gemeinsam. Lager der Ragnarsons. Tja, aber die Römer sind halt, wer, wie gesagt, sind diese Männer? Gescheitert, sie haben, ne, einen seltsamen Akzent. Englisch, ohne Zweifel. Dark Eivor, zu mir. Englisch? Ich denke, das ist eine keine Dänensiedlung. Okay, mal gucken, was hier vorgeht. Aber den Römern sollten sie sich kein Beispiel nehmen. Weil, wie gesagt, die sind gescheitert in England. In Britannien. Okay, wer sind die? Wen haben wir denn hier? Sachsen. Eine Bande schmutziger Dänen, die unsere Flüsse besudelt? Du da! Sag uns deinen Namen. Ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg. Und ihr seid? Männer, die Dänen nicht wohlgesonnen sind, die in unser Lager einfallen. Ihr verschwindet besser, Heiden, und erspart euch das Gemetzel. Ihr fordert Nordleute mit dem Schwert heraus und erwartet, dass sie fliehen? Ich habe 8 Tage auf See verbracht. Meine Axt dürstet nach Blut. Ersparen wir uns das Gerede. Zieh deine Waffe, du Wurm! Da sind die Sachsenräuber hier wohl auf die falschen Leute getroffen. Du hast bekommen, was du wolltest, Dark. Ich fühle mich viel zu unsicher, oder stirb. So. Hier ist wieder so einer mit einer Schleuder. Noch mehr. Nett, eure Bekanntschaft zu machen hier im Land. Oh nein, nicht mit Scheiße schmeißen hier schon wieder. So. Aber die lassen viel mehr Zeug fallen als die Norwegen-Gegner. So, wo ist noch ein Gegner? Der da. Wo ist ein Gegner? Das war ein Gegner. Was macht der denn hier? Achso. Bleib wachsam, hört ihr? Stirb! Nun stirbst du! Lange machst du es nicht mehr! Oh! Aua! Von hinten erwischt. Hey! Du siehst mich nicht, oder? Doch, ich seh dich. Oh, was ein Schisser. Waren das alle? Nein. Sind noch ein paar da mit. Mit Zeichen über den Kopf. Und der letzte. Seht euch um, ihr alle. Ich will keine weiteren Überraschungen. Gut, ich überprüfe das Langhaus. Langhaus?
Ah ja, stimmt, da oben ist ja eins. Da habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, die hätten nur Zelte und sowas. Guck mal, wir haben auch gute, starke Schildmeiden mit dabei, oder? Nee, das ist keine hier Schildmeid. Hier drüben liegt nur Abfall. Doch. Eine Schweinerei. Doch, Schildmeid. Ja, doch, richtig. Aber das war sie. Sie ist es hier, ja. Dafür waren die Wikinger ja auch bekannt, dass sie auch Frauen als Krieger dabei hatten. Was ja damals nicht so in anderen Gesellschaften üblich war. In England, bei den Sachsen zum Beispiel nicht. Da waren Frauen wieder nur dafür da, um Nachfolge, Nachwuchs zu zeugen. Also ziemlich langweilig. Durften nicht als Schildmeiden dienen. Zwangsverheiratung, um Blutlinien weiterzuführen, damit das Königsgeschlecht nicht ausstirbt und so weiter. Keine gute Position in der Gesellschaft. So, jetzt bin ich also hier. Lager der Ragnarssons. So viele Sachen, die man einsammeln muss. Okay, Räuber könnten sich in den Überresten des Langhauses verstecken. Hier war aber schon lange keiner mehr. Auch hier ist auch schon wieder lange verlassen von Ragnars Söhnen. Eivor, ja? Sieh dir das an. Eine Falle. Vielleicht ist da drin etwas. Ich sehe nach. Das ist wieder hier, um Geräusche zu machen, wenn ich da jetzt reingehe. Dass mich dann gleich wieder einer sieht. Vielleicht sollte ich da lieber einen anderen Eingang nehmen. Um die Überraschung auf meiner Seite zu haben. Kein Aufsehen erregen. Da sind römische Säulen. Oder griechisch-römisch. Überbleibsel des Imperiums. Diesmal ist da gar keine Tür. Oder Fenster, besser gesagt. Bei Haralds Haus war da ja was. Halt! Hä? Wer bist du? Gehörst du etwa zu dieser Räuberbande? Sigurd! Dag! Hierher! Die Männer hielten Gefangene. Gefangene sind da drin. Nee, wir haben durch die Wand miteinander geredet. Okay. Dann brauche ich ja keine Schiss haben, dann kann ich ja doch reingehen. Ich dachte, es wären noch Gegner drin. Da sind sie. Komm schon. Warum muss er so lange laden vor dem Gespräch? Ihr da, bindet uns los. Lasst uns gehen und wir tun euch nichts. Janni. Mutige Worte für eine Gefesselte. Du gefällst mir. Wir sind umgängliche Leute, versprochen. Ihr müsst uns nicht töten. Ruhig, Freund. Wir haben nicht vor, euch etwas zu tun. Wie heißt ihr? Ich bin Yan Li, eine Händlerin. Keine Banditin wie die anderen. Das ist Ruadan. Ruadan, richtig. Ich bin Stallbursche, mehr nicht. Ich habe die Pferde versorgt, bis diese Rohlinge sie verkauft haben. Uns wollten sie auch verkaufen. Als Sklaven an den Nächstbesten. Eher hätte ich ihnen die Augen rausgerissen. Wie genau seid ihr hier gelandet? Wir wollten auf Jarl Halfdans Wunsch mit den Söhnen Ragnars handeln, aber sie waren weg, als wir ankamen. Mach sie los. Sie ist doch keine Engländerin, oder? Du kennst die Söhne Ragnars? So ist es. Ich habe ihnen viele Pferde verkauft. Gute Männer. Sie haben immer angemessen gezahlt. Dem Lager nach zu urteilen, sind sie schon länger weg. Wo geht ihr jetzt hin? Was werdet ihr tun? Ich baue meinen Stall auf, fange neu an. Ich habe Freunde und Verbündete, die mir helfen. Aber leicht wird es nicht. Jeder Ort braucht einen Stall, um die Pferde gesund und gepflegt zu halten. Ich werde schon Fuß fassen. Irgendwo.
Was denkt ihr? Wir könnten die beiden in unserer neuen Siedlung gebrauchen. Wir hätten Zugang zum Handel und jemanden, der die Pferde im Blick hat. Daran dachte ich auch. Freunde der Söhne Ragnar sind auch meine Freunde. Oder, Dark? Was immer du für das Richtige hältst. Jan-Li, Ruadan, ich bin Sigurd, Jarl von Thornberg, Sohn von Styrbjörn. Das sind Eivor und Dark. Es steht euch frei zu gehen, aber ihr werdet mehr als willkommen zu bleiben und uns zu unterstützen. Sehr gern. Und sei es nur, um wieder auf die Beine zu kommen. Dann ist es beschlossen. Der Rabenclan heißt euch willkommen. Von Fremden zu Freunden zu Familie. Die anderen sind da. Kommt! Randvieh und so weiter, okay. Vielleicht ist Jan-Li ja auch eine Händlerin von der Seidenstraße. Würde auch passen. Ich habe hier ein gutes Gefühl. Geehrte Familie, Freunde, willkommen in eurem neuen Heim. Ist das jetzt unsere erste Siedlung einfach? Cool. Fleißig am Arbeiten alle. Aber schöne Bilder dabei. So, das Dach wird auch wieder gepflickt vom Langhaus. Wow. Sünen hat sie auch schon eingelebt. Sehr stimmungsvoll, gefällt mir. Toll gemacht. Aber was ist mit Ragnars Sünen passiert? Wo sind sie? Warum sind sie weitergezogen? Hier ist auf jeden Fall niemand mehr. Gute Arbeit. Dieses Langhaus kann es mit jedem in der Heimat aufnehmen. Komm, Randvieh hat etwas gefunden, das du sehen musst. Eivor, Sigurd, das ist Englerland mit seinen 4 Königreichen. Mercia, East Engla, Nordhümbre und Westsaxe. Von den wenigen Plänen und Karten hier schließe ich, dass die Söhne Ragnars weiter nach Mercia vorgedrungen sind. Hier. Meine Späher werden bald Gewissheit bringen. Und wo sind wir? Hier, in diesem namenlosen Wäldchen. Namenlos. Daran müssen wir etwas ändern. Wie nennen wir diesen Ort? Ich habe einen Vorschlag. Hrefnatorp, das Dorf der Raben. Gefällt mir. Deine innere Poetin hat gesprochen. Eines Tages kennt ganz Englerland diesen Namen. Ein Name ist nur der Anfang. Wenn wir Ruhm wollen, müssen wir bauen, erweitern. Ich stimme zu. Wir sollten mit einer Schmiede beginnen. Kannst du Gunnar dabei helfen? Wir brauchen Waren, Vorräte. Die werden unsere Nachbarn liefern, ob sie wollen oder nicht. Wir sind gerade erst angekommen und schon ein Raubzug? Wir können diese Lande nicht erobern, indem wir bitten. Ich werde sofort mit Gunnar sprechen. So, neue Quest ungebeten. Sehr gute Arbeit. Was hast du noch? Und 2 Fähigkeitspunkte. Notizen. Alte Briefe, Nachrichten auf Runensteinen. Es hat eine Weile gedauert, sie zu entschlüsseln und zusammenzusetzen. Dann weiterhin entschlüsseln und zusammensetzen. Ihr macht das schon. Randvieh jetzt wirklich mal das erste Mal mit ihrem Ehemann zusammen auf Reisen. Sonst waren sie immer mehrere Jahre getrennt, aber jetzt ist sie ja mit dabei. Ziemlich cool.
Okay, die Siedlung muss also aufgebaut werden. Wir haben mehrere Quests jetzt hier erhalten. Und dann leben wir uns erstmal ein hier in Englerland. Ich hab richtig Bock. Jetzt geht das Spiel erst so richtig los nach 15 Stunden. Wobei, jetzt bin ich schon bei 16 Stunden und Folge 27 oder so. Ja, ne? Okay, da unten ist dann der Erste, mit dem ich sprechen kann und so weiter. Erstmal dann gewöhnt, dass wir jetzt hier erstmal längere Zeit keinen Schnee sehen werden. Aber auch hier gibt es bestimmt nördliche Gebiete und schneebedeckte Berge und so vielleicht. Also, vielleicht in den Highlands. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat heute, die Ankunft in England. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn Eivors Geschichte erstmal so richtig losgeht hier in England. Bis zur nächsten Folge. Ciao.